Die kleine Martina. Mann, die hat sich ja ganz schön entwickelt. Die kleine Martina. Sie geht schon in die 12. Klasse. Tja, sie mag ja in der 12. Klasse sein. Aber der Arsch hat einen Doktortitel verdient. Jedenfalls... Ich erkundige mich mal, wie es ihr geht. Weißt du? Auf rein freundschaftlicher Basis. Ja, dann tu das. Frag sie, ob sie einen Kakao trinken will. Klar. Hey. Mein Vater war ein außergewöhnlicher Mann. Geboren wurde er 1938. Guten Tag, Aaron. Oh, hi. Wie geht's denn so? Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Er hat so oft über Sie geredet. Hat er mich mal erwähnt? Tut mir leid, Frank. Nicht wirklich. Schatz, hast du mal einen Augenblick für mich Zeit? Ich bin gleich da. Ich kann jetzt nicht, Frank. Danke, dass Sie gekommen sind. Sei vorsichtig mit meinem Renner. Mach keine Kratzer auf die Felgen. Und jetzt beeil dich. Wir sind spät dran. Hör zu, du weißt, wir haben noch etwas zu erledigen. Du weißt doch... Bitte, Liebling, ich bin nicht in der Stimmung. Es ist zu... Ich habe übrigens kein Höschen mehr an. Hey, mein Vater ist tot. Zieh dir gefälligst eins an. Ich wollte dich nur auf Touren bringen. Bitte, Schatz, ich will doch einfach bloß, dass das mit dem Baby klappt. Wir haben 5 Minuten. Hey. Was ist? Schon Gott, nicht so auffällig. Siehst du den Typen da unten? Nicht hinsehen. In einer schwarzen Lederjacke. Er starrt mich die ganze Zeit an. Okay, ich sehe ihn. Nicht hinsehen. Das mache ich doch gar nicht. Kennst du den Typ? Tja, nein, aber ich meine, er ist bestimmt ein Freund deines Vaters. Ich gehe in die Küche und kümmere mich um das Essen. Hey, aber zieh dir ein Höschen an, bevor du das Essen anfasst. Verstanden? Na. Seht nur! Er ist jetzt in einer besseren... Seht ihr? Ist das nicht wunderschön? Außerdem singt es. Ja, es wird alles gut. Es wird alles gut. Das klingt echt toll. Elaine, komm her! Hallo, geht rein. Ja. Hör zu. Also, ich muss dir was gestehen, ja? Und ich muss dich schon mal vorwarnen. Denn das wird dir nicht gefallen. Aaron. Onkel Duncan. Du denkst doch an die Zeit. Natürlich, sobald Onkel Russell hier ist, können wir loslegen. Gut. Also was ist das für ein Unfug, dass Ryan nicht die Grabrede halten wird? Ich habe angeboten, ein paar Worte zu sagen, aber Aaron ist der Ältere. Ich bin sicher, dass er sich hervorragend schlagen wird. Oh. Das ist wirklich ein Jammer. Ich bin sicher, das wirst du gut machen, Aaron, aber Ryan ist der Schriftsteller in der Familie. Du weißt, dass ich auch schreibe, ja? Naja, wir alle schreiben Schecks aus. Doch dein Bruder ist Autor. Entschuldigt mich. Onkel Duncan, ich muss dich etwas fragen. Okay. Martina. Die kleine Martina? Tja, also die Kleine, die ist doch nicht wirklich mit uns verwandt, oder? Nein. Sie gehört nur zum Freundeskreis. Oh, gut. Wie meinst du das? Das war kein Valium. Naja, das ist verrückt. Was du für Valium gehalten hast, ist eigentlich kein Valium. Schande. Was ist das, Jeff? Ein Halluzinogen, so eine Art Mescalin. Was? LSD, Ketamin. Alles zusammen in einer kleinen Pillendose. Oh mein Gott, das ist nicht komisch. Nein, ist es nicht. Das ist überhaupt nicht komisch. Sieh ihn dir an. Siehst du? Der macht voll den Affen. Was? Der Mann ist eindeutig heil. Wieso hast du so ein Teufelszeug bei dir zu Hause? Ich bin Pharmaziestudent, Lainey. Und abgesehen davon, wer marschiert schon bei irgendwem in die Wohnung und wirft irgendwelche Pillen an? Naja, ich dachte, es wäre Valium. Offensichtlich. Was soll ich jetzt tun? Soll ich es ihm sagen? Nein. Dann kriegt er nur die Panik. Weißt du, er kommt schon wieder runter. Keine Sorge. Du solltest nur verhindern, dass er mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Okay. Oder Büschen. Er ist jetzt im Busch verschwunden. Na schön. Oscar? Schatz, komm zurück. Wo gehst du hin? Jeffrey, hilf mir. Oscar? Thank you.